Komm jetzt. Also einfach hier die Hände nach richtig nach vorne schmeißen, ne? Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Ist das jetzt soweit? Nämlich, viele von euch haben es sich gewünscht und da schon ist das Ding, Freunde. Nämlich, los? Oh, schon wieder ein Zap. Kuss hier an dieser Stelle. Nämlich, ja, Leonidas Arkona, die, ja, absolute Bodybuilding- oder Powerlifter-Maschine, würde ich fast schon sagen, weil er enorm stark ist, hat ein Video rausgeballt. Wir gehen Turmspringen, aber John kann nicht schwimmen. Das heißt, Turmspringen im Tandem sieht man schon 10 Meter Bretter, lauter Bodybuilder am Start. Also Bodybuilder beim 10 Meter Turmspringen. Achso, ich muss da natürlich mal rüberskippen, man kennt's. Der Sascha, der super Twitch-Profi, natürlich immer noch nicht, sorry mal dafür, aber ich habe jetzt ein Streaming-Deck, was übrigens auch hier für meine YouTube-Community echt richtig heftig ist. Das funktioniert mega, check das mal aus, ich drücke da drauf, batsch, 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 Sascha, der alte Technik-Profi, hier noch ein Danke-Button. Oh mein Gott, vielen herzlichen Dank für den Support. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und Licht, zack, aus, ein, ey, es ist zu wild, genug gelabert. Button gedrückt und rein in die Masse. Hallo? Wir gehen jetzt mal Turmspringen. Und jetzt, wo ich hier bin, denke ich mir so, oh, okay, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Zumal John auch gar nicht schwimmen kann. Ja, aber wir probieren mal das, weißt du, wo ich meine. Ja. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der nicht schwimmen kann. Selten jemand. Ah, ich glaube, mein Onkel. Der gute meine Gerd. Kleine Comedy-Schwimmer. Ja? Ganz liebe Grüße gehen raus. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich muss sagen, ich will nicht oft unterbrechen, aber hier die Form ist natürlich legendär. Und weil ich sie im Chat schon lese, Steroide. Ja, Freunde, da werden sehr wahrscheinlich Steroide am Start sein. Ich nehme mal an, er wird es auch zugeben. Ja, aber ist trotzdem eine super Leistung. Man muss immer unterscheiden. Ja, es ist nur, weil jemand Steroide nimmt, natürlich kann man mehr aufbauen. Aber dennoch braucht natürlich auch trotzdem Dedication. Und man muss natürlich trotzdem auch trainieren und Gas geben. Sehr schön, falls euch interessiert. Hier der Stiernacken ist immer so ein krasses Indiz dafür, ob jemand Steroide nimmt oder nicht. Und natürlich auch, ja, wie viel Muskulatur ist da, bei welchem Körperfettanteil, ja, also wenn jemand sehr viel Muskulatur hat und dann aber noch nur 7% KFA, wird schon sehr, sehr schwierig, ja, aber ja, wie gesagt, let's get to it, ich glaube, der hatte keinen Titel drin, Leo, das naturales Turmspringen, ja, also. Oder? Ich kann unten. Hey, ich glaube, das ist Dennis. Dennis, ja, ganz liebe Grüße gehen raus, hat bei der Klimmzug-Challenge auch heftigst mitgeballert. Übrigens, der weiß. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den mitmache. Wirklich, muss ich ehrlich sagen. Sollen wir erstmal mit ihm so ins Babybecken gehen oder so? Ich würde sagen, du schmeißt ihn mal rein. Ey, ich sag dir, Philipp, Leon und Dennis, wenn die drei kommen, die können mich nicht rein zum Beispiel. Aber auch gesagt, er würde Christian Eckerlin im Ring wegfetzen. Ja, ja, ja. Ah, stell ich mir schon vor, Christian Eckerli ist schon eine krasse Maschine. Ja, im Ring, sehr wild. Christian Eckerli, krasser Kampf. Aber irgendwas habe ich da mitbekommen, Freunde. Irgendwas war da sehr kontrovers mit dem, ob das jetzt ein Schlag war in die Cojones, in die guten alten Cojones oder eben in die Leber. Ja, da glaube ich, war eine kontroverse Geschichte, aber kenne mich da nicht aus und war auch nicht so tief in der Materie, deswegen kann ich da jetzt nichts dazu sagen, aber irgendwas war da. Und Christian Eckerli, das hört nächstes Mal. Ich sag 10 Mal, ich unterbreche nicht so oft. Und jetzt sind wir bei 38 Sekunden und ich habe, glaube ich, selbst schon 2 Minuten gesprochen. Also lass uns jetzt weiter. Wenn ich da bin, da kann mich kaputt machen, meine Finger raus. Der wird dir auf die Fresse hauen, Alter. Aufpassen, das ist ein Beruf. Mein Beruf ist Donatella essen, Kollege. Das ist ein ganz anderer Baustelle. Komm mal her. Weg hier. Oh! Eine Legende nach der anderen. Und ich habe mir seine Videos auch vor langem schon angeguckt. Wie ein krasser Typ, der einfach krasse Flips kann. So 40 Meter Jump. Was schaust du uns denn heute zu? Also wir müssen uns, ja, Chat, vielleicht mache ich auch mal mit Riede am Turmspringen. Aber ich sag's euch, ich habe Angst. Habe absolute Höhenangst. Das ist Fakt. Ja? Deswegen, vielleicht kommt's. Aber das war ein absolut stabiler Sprung. 40 Meter, bist du wahnsinnig. Und ja. Uns erstmal anschauen, wie ihr euch so verhaltet, was ihr euch zutraut. Aber ich denke, Einfachsalto ist auf jeden Fall drin, egal ob vorwärts oder rückwärts. Vom 10er? Fangen wir mal klein an. Können wir mal was sehen? Ja, gerne. Da wollen wir John heute hinkriegen. Ah, danke. Wind. Alter, das sah schmerzhaft irgendwie aus. Aber jetzt mal ehrlich, bist du da schon mal mies aufgekommen mit irgendeinem? Riede kommt mir extrem stabil vor, hat der aufgebaut. Also Riede, Brudi, was ist da los? Schöne Schulterpartie, Oberarm. Da ist was passiert, da hat jemand schön rausgeballert. Eine Stelle vom Körper. Ja, aufgenug. Also wirklich schon sehr, sehr schlecht gelandet. Hat auch ein paar Verletzungen, aber gehört halt dazu. Werden die dann auch blau oder so? Ja. Wen haben wir hier? Das ist doch Psychophil, Freunde. Bester Mann. Noch ist er nicht ganz Psycho, aber wird wahrscheinlich noch kommen. Blaue Blutergüsse, alles schon gehabt.
Wie bitte? Was ist ein Bluterguss? Was ein Bluterguss ist? Ja. Ich kann ja blauer Flecken, weißt du, was ich glaube. Ja, ich weiß, wie er meint. Boah, das ist vielleicht. Reinhard, aber wir haben ein Problem. Also, John ist nicht Schwimmer. Das müssen wir ändern, John. Ja, ich weiß nicht. Kannst du ihm mal kurz so einen Grundkurs, how to swim? Ja, easy. Mach doch mal bitte, John. Ja, wie so ein Fisch. Wie so ein Fisch. Kollege, ich will so wie Stein, Alter, Kollege. Die Beine. Oder so. Ja, genau. Die beste. Direkt grauen. Ich will mal mit Brustschirm anfangen. So. Ich leg einfach so, du komm und zieh mich raus. Was ist denn das Einfachste? Wie können wir jetzt reinstarten? Ja, ich würde sagen, das Einfachste ist gerade irgendwo runterspringen. Das kriegt man. Ah, Kerzen. Vom Einser. Machen wir vom Einser. Komm, okay, los geht's. Okay. Ah, gute. Ah, jetzt schön langsam kommt der Psychophil raus. John? Nein, warte kurz. Vom Einser. Ich weiß ja jetzt schon nicht, wie tief das ist, oder? Das geht easy. Easy, Freunde. Einser geht easy. Und? Ja, Applaus. Irgendwie unspektakulär, aber ich fand irgendwie, dass es spektakulär aussah. Wenn so ein Massemonster so reinspringt, irgendwie fliegt der ganz anders als ein normaler Mensch so. Keine Ahnung, Freunde. Check das mal aus. Und. Boom. Boom. Direkt Hurricane Tsunami. Ich bin wieder nicht überrascht, dass der der war schön. Das hinbekommen, ja. Einfach beim ersten Mal. Richtig schön, technisch. Ah, Triple Backflip. Ja, drei, sah so aus. John kommt noch, oder? Der kommt gerade rüber. John, you ready? Nein. Ich kann nichts schwimmen. Ja, du musst ja auch noch reinspringen. Ja, wir doch mal mit diesem Ding da erstmal. Nein, zwei Leute muss da, bist du retten. Ach, die Technik, ey, what the fuck? What the fuck, direkt mitmachen bei Turmspringen, was war das, Stefan Raab versus Knossi oder was? Wenn ich Knossi jetzt auch mal Turmspringen, das sehe ich ihn. Wir jetzt erstmal von da direkt 10 von 10. Einen Salto machen, probieren oder direkt ja. Auf 3 Meter? Ja, so lasse ich euch, also wenn ihr einen Köpfer probiert, wäre vielleicht schon mal ganz gut. Nee, Salto. Achso, direkt Salto, okay. Ich würde euch empfehlen, ich sag's noch kurz, anlaufen auf dem Brett, einen Sprung nur, also du hüpfst rein, Arme hoch. Okay, okay. Dann vorwärts rein, Beine nehmen. Beine nehmen, ja. Ist es nicht leichter, wenn ich einfach stehe? Du kannst auch gerne stehen, aber ich meine, wenn du anläufst, hast du ein bisschen mehr Schwung auch. Also ja, bounce einfach davon. Das geht aus dem Stand. Was hat Lioi das Hunger, Freunde? Der hat immer die Hand auf dem Magen. Scheint so, als hätte er noch ein bisschen Magenknurren hier. Wahrscheinlich, Rückwärtssalto ist in der Theorie, in der Praxis etwas leichter als ein Vorwärtssalto, oder? Nein? Ja, vorwärts, ja? Okay, du bist der Master, dann machen wir mal vorwärts. Also. Wenn du zweimal machst, ich werde rein. Wenn du so machst. Wenn ich ein Salto jetzt mache, ja. Dann springst du auch rein, ja? Ja, ich spring rein, aber zwei Leute muss da. Ja? Ja, okay. Okay. Deal. Ja. Hand drauf. Hand drauf. Okay. War okay, oder? Scheiße, das sieht so nice aus. Pass mal an. Alter, das ist nichts normal. Boah, hey. Ja, das Problem ist, wenn ich reingehe, da kommt nichts oben. Ich kann nichts oben. Ah, sympathisch, John. Aber anstatt einfach mal erstmal so. Als echt risky. Gehen, weißt du? Als echt risky. Ich hab 4 Kinder, ne? Ja, ja, klar. Ich sag, nimm das Ding und hab jede Hilfe mal weitergegeben. Ich hab 4 Kinder. Nein, ey, ja, komm her. Na, aber das kann man doch nicht machen, wenn jemand nicht schwimmen kann. Da kann man doch nicht einfach sagen, so jetzt direkt runterspringen und ganz unten am Boden kommt er auf und der zieht oder was? Einfach reinspringen. Wir ziehen nicht raus. Macht er wirklich? Ey, John, das ganze Schwimmbad guckt mittlerweile, ne? Boah, ey. John! John! Alter, ey. Er wird schon ganz blau in den Nicken. Ja, ich weiß. Was passiert jetzt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles gut, alles gut. Boah, direkt Panik. Direkt Panik. Scheiße. Niemals. Gut gemacht, ja. Aber wollen wir schon was sagen, also direkt Respekt. Einfach da reinzuspringen, Freunde, ohne dass man schwimmen kann. What the fuck, da kann man ruhig mal klatschen. Alter, Chapeau. Alter. Das reicht heute, oder? Sehr gut, John. Also der Kollege hat mir gerade erzählt, wie das so ist mit dem Vorwärtssalto. Also das war kein Salto. Nein, ich hab den raus. Komm jetzt. Also einfach hier die Hände nach richtig nach vorne schmeißen, ne? Ja? Da, Mann, da, Mann. Absolut. Ich kann das nicht. Da, Mann.
Ja. Guck mal bei Dennis zu. Oh. Ja, da ist mehr drin. Keine Ahnung, Freunde, es sieht so witzig aus. Straight zum Dreier. Traust du mir vom Dreier irgendwas zu? Vorwärtshalte. Vorwärtshalte würde ich dir auch zutrauen. Kann man sich wirklich ernsthaft verletzen, so, wenn du vom Dreier so? Muss schon unglücklich fallen, dann kann schon was passieren, aber. Also, was sollte auf gar keinen Fall passieren? Vom auch für Dreier. Ich glaube nicht, dass John nützt. Leon Deutschland braucht mich. Aber das B-Team braucht dich auch, Mann. Ja, ich muss arbeiten. Steuersalen, weißt du, welche. Ich hab die Ohren. Du musst halt schauen, dass du nicht über- oder unterdrehst. Aber trau ich dir auch zu. Boah. Ich bin bereit. Ja. Okay. Boom. Okay. Sehr schön. Hast du gefilmt? Warte, du. Leon, wenn ich das sage, dann schaffst du das. Ja, du hast es noch nicht geschafft. Du schaffst es ja. Da würde ich jetzt lieber 400 Kilo beugen. Das wäre mir nicht so. Anders wie beim Einser, eigentlich fast genauso. Du fliegst nur ein bisschen länger, ist nicht so viel Unterschied. Schaffst du schon? Ah, geil. Super. Sieht mir so hoch aus. Oh! Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr stolz auf dich. Super. Richtig Christian. Du hast einfach Angst, aber ich denke, konntest du besser machen. Soll ich noch besser machen? Was ist da am Start? Was hat er da? Wirklich. Was ist da? War es überdreht oder zu wenig? Bisschen sich verletzt. Auch wieder zu wenig Schraube, zu wenig. Aber allein, dass du durchgezogen hast, schon mal richtig. Ich gebe jeder Punkt. Respekt. Ich habe ihm 7,5 gegeben aus von 10. Und Leon habe ich ihm 5,5 gegeben. Und Dennis habe ich 1,1. Er hat mich nicht geholfen. Ja, guck mal, Dennis ist mein Bruder, weißt du, was ich meine? Er ist meine einzige Familie in Deutschland. Ich dachte, Alter, lass mal einen Speck, Mann. Und ich war fast gestorben. Philipp ist reingekommen. Nein, Philipp ist nicht reingekommen. Wer heißt du? Hallo, ich bin der Reinhard, ich bin auch dabei. Reinhard ist gekommen. Und Reinhard, ich habe Reinhard erst einmal in mein Leben getroffen heute. Und ich kenne diesen 8-Jahre-Kollegen. Ja. Warum bist du nicht reingekommen? Reinhard ist und Philipp sind nicht reingekommen. Wir haben, bevor du gesprungen bist, gesagt, die zwei stehen unten und ich bin am Rand und zieh dich raus. Was ich getan habe. Weil als du dann wie so ein Blauwal ankamst, habe ich dich genommen, obwohl du versucht hast, dich von meiner Hand zu lösen und habe dein Leben gerettet. Philipp. Jetzt. Scheiße! Bisschen überdreht, aber krass, dass er durchgezogen Philipp, hat. Also ich muss sagen, Respekt. Scheiße, direkt mit der Stirn so ins Wasser. Patsch! Direkt mal ein rotes Gesicht die nächsten 10 Tage. Dass wir alles einfach durchziehen. Aber hat nicht viel getan, ey. Ich gebe dir 3,2. Er ist diejenige, die 7,5 hat. Das heißt, man besser. Was redet John? John ist so eine Legende. Mehr Mühe, dann vielleicht sind mehr Punkte drin. Dennis hat 1,1. Also, ich habe gar kein Salto gemacht. Ich muss ja noch mal einen machen. Dennis, jetzt musst du auch ein Salto machen. Ja. Kannst du das mal filmen? Weil ja. Rückwärts will er jetzt machen. Oh! Scheiße. Oh. War gut? Alter. Normalerweise muss ich nicht lachen, aber... Nee, ich spring nie von, weißt du, ich spring immer von Klippen. Da hast du halt keine Federung. Ich hab direkt beim Losspringen gemerkt, okay, ich bin viel zu schnell. Oh. Nächster Mal, guck mal, wenn du... John, was willst du mir Tipps geben? Guck mal, erstmal, bevor du rumtrennst. Hab ich doch, dann? Aber was muss ich berechnen? Wie ist die Formel? Nein, wenn du das rechnest, dann weiß man, du musst 2 Flips machen, weil es so kurz. Da kannst du nichts 3 Flips machen. Wenn du 3 Flips machst... Ich wollte doch einen machen. Nein, das ist falsch. Da passt 2. Dog ist viel besser, deswegen dog ich einfach. Warte mal, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. John, was? Ich hab Hunger. Ich hab gesagt, 3 Tage kein Date, oder? Warum? Weil wir haben keine Küche daheim. John, du hast eine Küche daheim und machst trotzdem keine Diät. Das hat doch nichts mit der Küche zu tun. Doch. Du hättest der Rice Pudding mitnehmen können. Kann ich den ganzen Tag am Rice Pudding ernähren? Du kannst anscheinend den ganzen Tag Pommes essen, dann kannst du auch den ganzen Tag Rice Pudding essen. Nein, ich esse nicht den ganzen Tag Pommes. Einmal ist geil, mal. Aber... Ja, als nächstes erst noch vom Fünfer springen. Nur gucken, wie es sich anfühlt. Ich esse und nicht ganz stark Pommes. Ich mal irgendwie ein Salto machen oder so. Wärst du dabei? Einfach gerade runterspringen. Mach gerne was vor. Boah! Bin du in der Teller! Schön. Fünfer jetzt, oder? Das war. Ich bin sehr stolzer Bruder, weißt du. Wie viele Punkte? Ehrlich gesagt, 3,2. Von 10. Alter, was für ein ehrenloser Penner.
Schon wieder ist ab! Was ist los? Dankeschön. Kein Salto, ey. Das ist schon sehr unangenehm. Verbleibst dein... Oh. Ey, ich nehm Swimmingkurs. Wenn ich zurückkomme, geht ne offen muss. Wie Kurs? Wir bringen es dir heute bei. Wir machen den Kurs. Ja, aber nix hier, 4 Meter etwa. Nein. Ich mach schnell Schwimmkurs, dann kommt er wieder, meint er. Normalerweise, also, ich kann nichts vorne schwimmen, aber ich kann Back Dinge schwimmen. Ja, aber hast du es Scheiße, laberst. Jetzt bin ich gerade noch im Modus. 7,5 würde ich probieren. Ah, danke für die Subs. So, jetzt. Gefühl? 7,5. Kein gutes. 7,5 Fuck, ist bei mir Grenze. Aber guck mal jetzt mal ehrlich, die 2,5 Meter sind auch nicht mehr. Sollen wir nicht direkt einfach... Nee. Leon, ja. I believe in you. Ja. Die Masse wird schnell, Freunde. Die Masse wird schnell. Ja. Oh, sehr schön. Philipp, wenn ich das schaff, kannst du auch schaffen. Ich feier schon so. So, und. Schön. Das scheiße Fliege, weißt du. Die folgen mehr schwarzer Farbe. Die sind einfach Rassis. Irgendwie können wir in den Wald gehen. Die folgen müssen mehr. Ah, oh. Scheiße. Ah, scheiße. Oh! Oh! Die Hände, glaube ich, soll man nicht so offen haben. Ist mir mal in Kroatien passiert beim Klippenspringen. Damals habe ich mir noch nicht so gedacht mit 16. Aber mittlerweile extrem Höhenangst. Und dann bin ich mit einer Hand von da aufgekommen. Und dann war die taub. Dann bin ich mit einer Hand wieder hochgeschwommen. War schon wild. Okay. Ja. Oh! So, da! John, komplett nass. Aber hey, er hat mich verarscht, ne? Kalter Wasser. Ne? In Afrika, viele kann nicht schwimmen. Ja, kommt drauf an, in welcher Land und so. Senegal kann viele schwimmen, in Senegal. Aber in Gambia bei uns viele nichts. Und trotzdem, wir wohnen in der Strand. Also. In Deutschland, jeder zweite Mensch kann schwimmen. Das ist interessant. Warum? Da wollte ich am Strand holen. Okay, das heißt, muss ich nochmal in die Grundschule gehen. Hi, liebe Polo, ich hab meinen Rice Meal gemacht. Also wir gehen jetzt auf den Zehner hoch. Kein Bock, aber ich dachte, komm, wenn Phil springt, ich lasse ihn nicht alleine springen, also springe ich einfach mit. Sicher, Dennis, gib ihm. Phil, get your offer. Zehner, fuck. Jetzt Zehner, spring da. Traut er sich. Get your, do it, Phil. Do it. Oh, fuck, 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 fuck. Die Lage passt, glaube ich, die Lage passt. Und... Yeah! Er lebt noch! Oh! John, fast Rücklage bekommen! Okay, gehen wir. So, also erstmal müssen wir Wasser. Normal, also mit dem Mund auf. Alles wie immer. Nase rein, Mund raus. Oh. Können wir dich hier reinschmeißen? Nein, mit Wasser. Oh. Schon wieder Sub! Was los? Wir bringen jetzt Schwimmen bei. Da du schöne große Brüste hast, würde ich sagen, wir machen Brustschwimmen. Ja. Gehen wir mal rein. Schöne Aussage. Die Rhea hat recht schöne große Brüste, muss ich sagen. Schon Körbchengröße C, D. Okay. C. Okay. Du hebst dich an dem Beckenrand fest. Ja. Und machst nur mit den Beinen. Stell dir vor, da ist ein großer Döner-Teller und du willst mit deinen Beinen zu dir ziehen. Ja! Großer Döner-Teller. Tanzkurs hat sich bezahlt gemacht, oder Freunde? Was meint ihr? Cha-Cha-Cha, Walzer, Scheif, Bohrischen. Ja, jetzt habe ich so den einen oder anderen Tanz auf alle Fälle am Start. Das heißt, man kann schön auf Tanzfläche rocken. Ich werde übrigens, so ein Side-Fact am Rande, ein lustiger. Ich werde übrigens, wurde gefragt, ob ich nicht in meinem Heimatdorf, 5.000, 6.000 Einwohner, da gibt es ein großes Bierzelt immer im Jahr. Ein großes, ja, jedes Jahr. Und da ist immer richtig viel los. Das ganze Dorf, die Nachbardörfer, alle kommen dahin. Ja? Und ob ich da bitte nicht den Bieranstich machen kann und somit eben das Bierzelt eröffnen kann, also das Fass anstechen, draufschlagen, dann kommt das erste Bier raus und somit ist das Fest eröffnet. Da dachte ich mir so, ja, vielleicht mache ich das wirklich. Ich meine, natürlich, Freunde, das Gardefest. Da ist ja meine erste Schlägerei passiert. Mein Video hier. Die Schlägerei, Freunde. Die krasse, krasse Story. Wenn ihr sie nicht kennt, dann checkt sie unbedingt aus. Ja, ist alles, was ich da sage, stimmt.
Und ja, dass ich irgendwann mal das Bierfest in meinem Heimatdorf eröffnen kann, ja, geht ja fast schon Kindheitstraum in Erfüllung. Was ist da los? Richtig crazy. Ich habe schon überlegt, zu welchem Spruch ich da bringen kann, weil ich denke mal, da die ältere Generation wird mich eher nicht so kennen und so, und ist auch komisch. Also eher so in die Richtung, ja, grüß euch, Manda und Mandarinen. Schon wieder Sub! Es ist soweit. Jetzt, danke schön für den Sub. Jetzt stoßen wir mal an. Jetzt geht's auf. Schon wieder Sub! Was los? Jono TV. Jetzt ist auch. Jetzt ist Bierzelt eröffnet. Ich sag mal so: Shirt muss weg, Schürze an, oben ohne, Bieranstich und sagen: Fassel ist immer noch besser als ein Sixpack. Und wumm, Bierzelt ist eröffnet und Saft ist ein Prosit auf euch anstimmen. Und Rina soll's, egal ob sie es wollt. So, irgendwie in die Richtung, dachte ich mir. Ja, google mal nach Sprüchen. Ach, Freunde, das wird was. Ey, das wird legendär. Ich glaube, das wird richtig schwer, John Schwimmen Fett zu bringen. Ah, guck mal. Aber ich glaube, Dennis ist ein guter Lehrer. Weg ist er. Ja, schon besser. Da glaubt man gar nicht, dass das mal so schwer war, gell, Freunde? Ja, und natürlich, ganz klar, beim Bierzelt, hier, weil ich es lese. Natürlich, dann hinten nach, Sascha 10 regelt. Auf geht's! Wenn wir schon bei Thema sind, Freunde. Sascha 10 regelt, gell? Also jetzt wirklich, 28.000 Fitnessprodukte. Ich sag's euch immer wieder, schaut da vorbei. Aber macht ja ohnehin komplett crazy. Vielen Dank für den Air-Support an dieser Stelle. Man darf auch nicht vergessen, mir fällt Schwimmen zum Beispiel auch sehr schwer, aber das liegt halt am Gewicht. Das ist wie so Zement, das sich permanent runterzieht. Es ist nicht leicht, man muss ihn schon verstehen. John, Mann, lass den Scheiß und lass einfach Döner-Teller essen gehen und trainieren. Okay? Nein, Leon, ich muss schwimmen. Sehr wichtig. Kann noch eine Weile dauern. Also dafür, dass es das erste Mal ist, ist das gar nicht schlecht. Hey, man glaubt es gar nicht. Man glaubt es gar nicht, wie schwer das sein kann, wenn man es selbst eigentlich kann, so halbwegs. Das vergisst man eigentlich, wie schwer das war zu lernen. Also denkst du dir einfach so und hinten so. Kombinieren, los, geht. Aber ja, hat natürlich auch extrem lange gedauert, bis man es kann. Entertainment vom Feinsten aber. Anstrengend. Ich habe ein bisschen Angst immer noch, weißt du, Leute. Ja, das ist super. Mit der Wurst. Wieder Pommes. Dieses Vorspeiser, weißt du? Jetzt ist vorbei. Weil einmal ist kein Mal, aber das ist jetzt das zweite Mal. Er hat schon eine plausible Begründung gerade dafür gegeben. Die erste Pommes war so Mikro-Pommes. Das geht nicht. John, wir haben das auf Video. Das war keine Mikro-Pommes. Doch, er weiß. Ich sag, oh, ist Sport, Alter. Hier ist Sport, Alter. Das ist ja die größte Marketing-Lüge ever. Nein, das ist keine Marketing-Lüge. Wie viel Zucker ist da drin? Ach, nicht so viel. Wie viel? Schau nach, da steht drauf. 4,3 pro Gramm. Programm. Man stirbt einmal, man lebt einmal, oder? Pro Gramm. 4,3 Gramm Zucker. Ah, herrlich, Freunde. Herrlich. Schon wieder ein Sub! Was los? Ja, vielen herzlichen Dank hier für die ganzen Subs. Muss sagen, hat Spaß gemacht. Geiles Video. Ganz liebe Grüße gehen raus an die Jungs. Tipptopp Bodybuilder vom 10-Meter-Turm. Feier ich sehr. Hat Spaß gemacht. Sich gönnen. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Klicket. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.